Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, hier vorne muss es sein. Steig mal ab. Und schau mal, ob du hier auch von der Seite reinkommst. Wahrscheinlich nicht, bei meinem Glück natürlich nicht. Da muss ich hier nochmal gucken, wie ich von vorne reinkomme. Ist da ein Eingang? Ja, perfekt. So. Der Bimaristan. Hier versammeln sich die besten Heiler Bagdads. Wenn ich Hakim Hassan finde, dann auch Ahmad. Meinst du? Oben sind schon wieder Wachen. Die Frage ist, wo könnte ich ihn jetzt finden? Da sind so komisch verschlossene Türen hier. Wieder einer von der Grabungsstätte. Diesmal ein gebrochener Finger. Und nach der Behandlung? Er bald wahnsinnig. Irgendwie muss ich in Hakim Hassans Arbeitsstube gelangen. Wende sich bitte an die Oberschwester. Wo ist denn die Oberschwester? Na, da hinten ist ein Typ mit einem Schlüssel. Nee, das ist die... Ach, das ist die Oberschwester. Oder? So wie die aussieht, würde ich sagen. Oh, ich muss sie stehlen, oder? Lalalalala. Ich bin doch gar nicht da. So, dann schauen wir mal, was wir hier ausrichten können oder nicht ausrichten können. So, das ist alles dahinter. Hier ist ein Schreiben, aber da vorne ist auch noch was gewesen. Das Zeichen des Ordens. Damit wäre wohl bewiesen, dass Hassan zu ihnen gehört. Okay. Dieser Brief belegt es. Hassan ist dem Orden tief verbunden. Die Wirksamkeit unserer Entdeckung. Mein lieber Arabizu, die Arbeit an dem Gerät kommt wunderbar voran. Der Erfinder wird uns, ohne es zu wissen, den Schlüssel geben, um sein endloses Potenzial zu entfalten. Die neuen Teile, die ich letztes Mal erwähnte, sind auf dem Weg zum Haus der Weisheit. Die Stunde unseres Ordens steht bevor. Azdaha. So, finde den Aufenthaltsort des Arztes heraus und Ahmad könnte sich hier befinden, wenn ich das richtig verstehe. Also, hinten sehe ich drei rot markierte Leute und ich sehe ein Ziel. Wie kann ich jetzt nochmal lauschen? Macht er das automatisch? Nee, das war hiermit. Einige Gelehrte aus dem Haus der Weisheit haben sich beim Versuch, die Bücher zu retten, verbrannt. Wir brauchen dieses Zimmer. Nein, das ist Hakim Hassans Privatlabor. Es ist verschlossen. Niemand darf hinein. Also sollen wir die Verletzten einfach draußen lassen? Antwortet mir mal jemand? Bitte, senke deine Stimme. Du beunruhigst die Kranken. Hakim Hassan hält sein Labor verschlossen. Warum wohl? Warum wohl? Da oben ist ein Schlüssel und da komme ich jetzt wahrscheinlich in eine Sperrzone rein, ne? Ja, natürlich. Was auch sonst. Und natürlich sind hier überall Wachen. Ich kann nur zwei gleichzeitig wegmachen. Obwohl hier... Das war jetzt aber nicht das Messer, was ich gerade gesucht habe, ne? Das da hinten. Oder heißt das, dafür brauche ich ein Messer? Okay, da komme ich jetzt so nicht weiter. Nicht, wenn ich nicht noch eins aufgefüllt habe.
Da hinten sind wieder drei auf einmal. Ist da irgendwas? Nein, hier ist keiner. So, da oben sitzt noch jemand. Oh, da ist auch noch was. Moment. Schauen wir mal eben. Also, das sind nur die. Ja, ja, ich dachte es mir schon, aber ich wusste es nicht hundertprozentig. Okay. Also bisher hat mir das, haben die Waffen mir noch überhaupt nichts gebracht, ehrlich gesagt. Also mit den. Oh, da ist noch einer. Mit der Zeit anhalten, meine ich. Gut, dann also zurück. Komm her. Jetzt bezahlst du! Ach, willst du mich denn verarschen? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ist ja mal ein Wunder, dass die einen nicht gesehen haben. Was war das? Komm und sieh nach. Komm. Hey, was? Wie lange ein Wort? Wer wäre dumm genug, uns anzureißen? Tja. Wer wäre dumm genug, ne? So, da hinten ist auch noch einer. Ich hoffe, dass der jetzt nicht. Achso, der kommt gar nicht her. Ja, der bewegt sich nicht wirklich. Lauf, 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 lauf. Sehr schön. Das Problem ist, wir wollen natürlich nicht die Leute einfach nur abmetzeln, sondern wir wollen ja eigentlich gezielt was holen. Moment, da hinten war jetzt noch was. Das ist unter uns. Ups. Ja, ich wusste, ich hätte ihn wegmachen sollen. Was? Ich nach. Warte! Was? Lala, ich war es nicht. Okay, der geht in die andere Richtung gucken. Das ist schon mal gut. Oh ja, beweg dich bloß keinen Millimeter da raus. Lauf, lauf, lauf. Verdammt. Aber du kommst zurück. Ja, ich komme immer notwendig. Zurück. So. Das können wir kaputt machen oder was heißt das? Da hängt noch was. Moment. Mit meinen Methoden ist gar nichts verkehrt. Nur der Mechanismus an sich. Es sind mehr Subjekte nötig. Mehr Arbeit. Was ich sicher nicht brauche, ist ein nutzloser Erfinder, der sich in das große Werk einmischt. Bin ich nicht erst der Hart der Große? Hey, du hast... Der Arzt ist tot. Dann suche ich mal Ahmad und löse dieses blutige Rätsel auf.
Basim, was ist hier geschehen? Wo warst du, Ahmad? Ich war unterwegs. Ich bin immer unterwegs. Sagst du mir, was passiert ist? Wusstest du, dass dieser Mann zum Orden gehörte? Er rief mich vor einigen Wochen zu sich, nachdem sie etwas in der Wüste gefunden hatten. Einen uralten Apparat. Sie brauchten mich. Und du stelltest keine Fragen? Ich stelle nie Fragen, wenn es um die Arbeit geht. Du? Erzähl mir von diesem Apparat. Er öffnet einen Weg. Im Geist. Einen Weg in die alte Welt. Dieser Mechanismus scheint irgendwie die Tore der Wahrnehmung zu öffnen. Hast du es selbst gesehen? Nein, aber Geschichten gehört. Diejenigen, die es sahen, sind verloren. Sie halten das, was sie sahen, für die Wirklichkeit. Sie glauben, sie gehören in diese alte Welt. Ich wusste nicht, dass der Orden beteiligt ist. Hätte ich es gewusst, ich wäre zu dir gekommen. Ich wurde aufgehalten, Basim. Du kennst mich doch. Du verlässt diesen Ort und kehrst ins Bruderschaftshaus zurück. Ich erzähle niemandem davon, wenn du es nicht tust. Welch eine Schande, dass Wissen immer in den falschen Händen landet, oder, Basim? Das hört sich ein bisschen so an, als ob der selber zum Orden gehören könnte. Den kann ich nur tragen, da kann ich nichts mehr einsammeln. Ein blutiges Durcheinander. Kopfverbände. Aber das ist nun mal ein Vimaristan. Also ein Krankenhaus. Okay, das sind jetzt alles Sachen, diese die jetzt Schaubilder nicht bringen zur Story mir nichts gehören. Die sehen aber schon ein bisschen seltsam aus, die Schaubilder. Oh, oh, oh. Direkt vor der Tür stehen sie. Komme ich hier eigentlich wieder hoch? Nee, ne? Mist. Okay, also ich werde jetzt hier auf jeden Fall erstmal fliehen und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, was unser Ziel ist. Beziehungsweise ich werde das noch eben dranhängen, damit wir zumindest genau wissen, was unser Ziel ist. Bis gleich. Ich sollte zurück ins Bruderschaftshaus. So, zurück ins Bruderschaftshaus soll ich gehen. Das befindet sich da hinten. Das werde ich dann noch ganz schnell machen. Da sehen wir uns dann gleich wieder. So, da sind wir schon mal. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir rein? Nee, das war jetzt keine Öffnung hier. Basim, komm zu mir aufs Dach. Okay, ich weiß nicht, wer du bist. Ich höre dich nur, aber ich komme einfach hoch. Basim, ich wusste, dass du es bist. Du bist nicht der Einzige mit Augen, die weit sehen. Sag mal, Tabit, du hast doch die Straßen mit Augen und Spitzeln bestückt. Das ist das Leben eines Rafik. Wo wären wir schon ohne mein Wissen? Wissen ist ein Werkzeug, eine Waffe. Es kann für Wohl oder Übel eingesetzt werden. Und der Orden nutzt es eindeutig für Letzteres. Was hast du erfahren? Die Fäulnis reicht tief im Haus der Weisheit. Sie nutzen irgendein uraltes Buch, in der Hoffnung, ein teuflisches Gerät zu bauen. Ich habe Gerüchte über diese gotteslästerliche Apparatur gehört. Sie nennen sie ihr großes Werk. Der Orden experimentiert an Menschen. Bis zum Tod. Ich habe sie vorerst aufgehalten. Aber jemand namens Arrabisu hat im Haus der Weisheit die Fäden in der Hand. Irgendeine Ahnung, wer diese Person sein könnte? Ich habe den großen Gelehrten Fasil Fahim in Verdacht.
Diesen gebrechlichen alten Mann? Das sagen die Hinweise, die ich gefunden habe. Es könnte stimmen. Im Haus der Weisheit findet bald ein großes Symposium statt. Eine zwanglose Zusammenkunft Gelehrter mit einer Vorlesung, Leckereien und Gesprächen. Selbst die edle Arib wird dort sein. Geh und bespitzle diesen Fassil. Mit Bedacht. Doch ziehe deine Klinge nicht beim Symposion. Wir wollen uns noch nicht zu erkennen geben. Wenn Fassil aber schuldig und allein ist, dann schlag zu wie eine Natter. Aber du musst sicher sein. Bevor ich handle, werde ich das sein. Ja, damit haben wir wieder einen Fall gelöst. Ich schau mal, was wir noch reinkriegen, wenn wir noch was reinkriegen. Nimm am Symposium im Haus der Weisheit teil. Nee, wir kriegen anscheinend nichts mehr rein. Dann würde ich sagen, dass wir hier einen schnellen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.